Ich bin so glücklich. Und zwar um 12:30 Uhr Juventus Turin gegen Napoli. Juventus Frauen. Und ja, das ist mein erstes Video von Juventus Frauen. Und lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Da unten. Einfach die Glocke klicken und dann kommt immer eine Benachrichtigung auf meinen YouTube-Kanal und morgen kommt das Video online, weil morgen kann ich nicht Video online machen. Juventus Turin gegen AC Milan in Serie A, in Männer, weil ich bin in einer Wohngruppe und wegen dem kann ich nicht. Und ja, wir versprechen jetzt, Leute, und vergesst mir auf Instagram zu folgen, da kommen jeden Insta-Story und neue Bilder. Ihr könnt meine Bilder gerne liken, alle Bilder, und da kommen täglich neue Insta-Story. Aber heute und gestern habe ich keinen gemacht. Vielleicht kommen diese Wochenende keins. Und dann nächste Wochenende kommt wieder Insta-Story und wird man sagen: Ja, Leute, Juventus-Frauen. Ist Juventus draußen einfach zu stark für das Liga in Fikic Feminile? Das heißt, Frauen und Mädchen. Und ja, und Juventus Turin hat vier Titel geholt. Vier Titel hat Juventus Turin geholt bei Juventus Frauen. Vier Titel haben sie heute geholt. Also, Juventus Turin hat heute Titel geholt, den vierten Titel. Und ja, darum habe ich das möchte sagen. Juventus Turin 1-0. Dank. Ja. Juventus Turin liegt 1-0 vorne. Und da habe ich mich sehr, sehr fest gefreut, dass Juventus Turin 1-0 in Führung geht. Und ja. Juventus Turin kommt den 2:0. Und ja. Und ja. Juventus Frauen. Ja, Leute, ich bin ein bisschen abgelenkt wegen Juventus. Und Atlanta ist im Fernsehen gekommen, weil das Spiel kommt im Fernsehen. Und ja, ja, hoffentlich hat das Video euch gefallen. Diesen Video kommt morgen online. Ich weiß nicht, welche Uhrzeit. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Samstag und einen schönen restlichen Abend. Und ja, Leute, schlaf gut. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass Juventus Turin Frauen gewonnen hat mit vier Titeln. Ich muss sagen, einen riesen Applaus für die jungen Leute, für Italien und die Kapitänin von Saragama, und auch in Italien ist sie Captain, also in Juventus und in Italien ist sie Captain. Und ja, ich muss sagen, ja, Juventus Frauen haben, ja, ich finde, Juventus Frauen spielen sehr, sehr gut. Also Juventus Frauen haben 60 Punkte und AC Milan Frauen haben 49 Punkte. Also Juventus Turin ist schon locker Meister bei Juventus Frauen, und dieser läuft nicht so gut bei Männern bei Juventus Turin. Aber Leute, ich verspreche, nächstes Jahr wird Juventus Turin Meister. Männer werden nächstes Jahr Meister. Neue Glück, neuer Erfolg. Und zehnten Titel vielleicht. Ich würde mich sehr, sehr gerne freuen, den fünften Titel von Juventus Turin Frauen. Und ja, ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Link in Beschreibung steht es, mein Insta-Namen, und die Glocke aktivieren. Und auf YouTube abonnieren.
alles wird's da. Und schreibt mal in die Kommentare, wer wird der neue Trainer bei Juventus Turin? Oder er? Oder bleibt Andrea Pirlo oder wechselt den neuen Trainer bei Juventus Turin? Allegri oder bleibt Andrea Pirlo bei Juventus Turin? Und schreibt mal in die Kommentare, wer kommt zu Juventus Turin? Was sind eure Lieblingsspieler? Wo Juventus-Spieler kommt in diese Mannschaft? Wer ist euren Lieblingsspieler? Oder schreibt einfach mal in die Kommentare. Also mindestens 5 Spieler müsst ihr in die Kommentare schreiben. Wer hättet ihr lieber beim den Verein? Und ja.